Die erste Orientierung auf dem Zahlenstrahl und die dabei gemachten Abschätzungen von Wurzeln, die wir im letzten Video angeschaut haben, können genutzt werden für den Einstieg in die systematische numerische Berechnung von Wurzeln. Denkbar ist ein Zugang über Intervallschachtelungen. Das Mattbuch verfolgt in diesem Zusammenhang die Idee der Intervallhalbierung. Dort wird das in der Orientierung am Zahlenstrahl bestimmte Intervall zunächst einmal halbiert und das Teilintervall bestimmt, das die Wurzel noch enthält. Nehmen wir also mal Wurzel 10, von der wir schon wissen, dass diese Zahl im Intervall zwischen 3 und 4 liegt. Wir halbieren dieses Intervall und nun stellt sich die Frage, liegt nun Wurzel 10 zwischen 3 und 3,5 oder liegt Wurzel 10 zwischen 3,5 und 4? Das können wir ermitteln, indem wir überprüfen, ob 3,5 größer oder kleiner ist als Wurzel 10. Und dazu können wir ähnlich wie bei der oberen Abschätzung überprüfen, ob 3,5 Quadrat größer oder kleiner ist als Wurzel 10 Quadrat. Die Frage, die sich also stellt, ist: Ist 3,5 Quadrat größer oder kleiner als 10? 3,5 Quadrat ist, wie wir leicht ausrechnen können, 12,25 und das ist offensichtlich größer als 10 und damit gilt, dass 3,5 größer ist als Wurzel 10. Wir haben damit das Teilintervall bestimmt, in dem Wurzel 10 enthalten ist. In dem nächsten Schritt kann ich dann jetzt natürlich weitergehen und überprüfen, ob Wurzel 10 größer oder kleiner als 3,25 ist und dadurch wieder ein Teilintervall bestimmen. Die Intervalle werden mit jedem Schritt kleiner und damit die Näherung, die ich jeweils für die Wurzel angeben kann, immer besser. Auch in diesem Fall habe ich Ihnen wieder die Aufgabe aus dem Mattbuch mitgebracht, die genau diese Tätigkeiten anregen soll. Die dürfen Sie sich wieder einmal selber durchlesen. Halten wir also nochmal fest, der Mittelwert des jeweiligen Intervalls kann als Näherungswert für die Wurzel dienen und es versteht sich von selbst, dass die Näherung umso besser wird, je kleiner das betrachtete Intervall ist. In einem deutschen Schulbuch finden Sie einen etwas anderen Zugang. Hier wird jedes Intervall nicht halbiert, sondern in 10 gleich große Teile aufgeteilt. Sie sehen hier, wie diese Intervallzehntelung am Beispiel der Bestimmung der Näherung von Wurzel 3 funktioniert. Nachdem wir festgestellt haben, dass die Wurzel von 3 sicher kleiner als 2 ist und größer als 1, wird das Intervall in 10 gleiche Teile geteilt, sprich in das Intervall 1 bis 1,1, dann das Intervall 1,1 bis 1,2, dann 1,2 bis 1,3 und so weiter. Wir finden nun heraus, dass die Wurzel sich im Intervall 1,7 bis 1,8 befindet. Das können wir ähnlich überprüfen, wie wir es auch bei der Intervallhalbierung gemacht haben. Das heißt, wir kennen damit sicher schon mal die erste Nachkommastelle. Das wird sicherlich die 7 sein. Nun teilen wir das erhaltene Intervall wieder in 10 Teile, also in ein Intervall 1,70 bis 1,71, 1,71 bis 1,72 und so weiter und ermitteln wieder das entsprechende Intervall. In unserem Fall, wie Sie es auch im Bild hier abgebildet sehen, ist das das Intervall zwischen 1,73 und 1,74. In beiden Fällen, sowohl bei der Intervallhalbierung als auch bei der Intervallzehntelung, können wir die Wurzel beliebig nah annähern. Überlegen Sie sich aber einmal selbst, welches Verfahren Sie bevorzugen würden. Worin sehen Sie die Vor- bzw. Nachteile der beiden Verfahren? Und vor allem, wie würden Sie die beiden Verfahren mit Blick auf den Einsatz im Unterricht bewerten? Ich gehe davon aus, dass Sie die meisten Vor- und Nachteile selber schon erarbeiten konnten. Ich habe sogar mit Klassen schon beide Varianten eingeführt und die Klasse dann Vor- und Nachteile ermitteln lassen. Und auch die kamen relativ zügig zu dem Schluss, dass das Intervallhalbierungsverfahren insofern einfacher ist, weil ich in jedem Schritt nur zwei Zahlen vergleichen muss. Ich muss überprüfen, ob meine Wurzel größer oder kleiner als die von mir ermittelte Intervallmitte. Bei der Intervallzehntelung muss ich im schlimmsten Fall 10 Intervalle überprüfen. Der eindeutige Vorteil dort ist aber, dass ich dafür in jedem Schritt eine richtige Nachkommastelle erhalte und das ist im Falle der Intervallhalbierung eben nicht immer so.
Thank you.